Wie weit würdest du gehen? Für deine Ideale. Für unsere Zukunft. Es gibt nur eine Welle. Wann habt ihr denn das letzte Mal eine Welle gemacht? Wow. Oh, das ist eine gute Frage. Wann habe ich eine Welle gemacht? Das ist immer ein bisschen so die Frage, wie man das sieht. Ne? Also ich persönlich, ich fange immer so im Kleinen eher bei mir zu Hause an. Im Sinne von, ja, ich bin seit 3 Jahren vegan und beschäftige mich ganz viel mit dem Thema, auch mit Thema Nachhaltigkeit. Und dadurch, dass ich einfach auch viel darüber rede, auch mit meinen Freunden und Familie, hat sich da schon viel verändert, auch in dem Konsumverhalten von so meinem Umfeld. Und demnach, das könnte man schon so sagen, glaube ich, dass das so eine Art Welle ist, die ich da gemacht habe. Oder die wir zusammen eigentlich gemacht haben. Ja. Unter anderem wird in der Serie auch das Thema Mobbing thematisiert, behandelt. Habt ihr Erfahrungen damit? Oder wart ihr Mobber oder wurdet ihr gemobbt? Bei mir in der Grundschule war das zum Beispiel so, dass, also es gab auf jeden Fall die Fälle und ich war irgendwie gut behütet. Ich weiß nicht warum, ich war dann Fußball spielen und ich habe mich mit den Sachen, also mich haben die nicht persönlich angegriffen, aber mich hat es total angegriffen, wenn ich das gesehen habe. Ja. Und ich habe, glaube ich, ziemlich viel bin ich dazwischen gegangen und habe gesagt, ey, das geht überhaupt nicht hier. Und an den Haaren ziehen oder keine Ahnung, alles. Also wirklich alles kann ganz schnell jemandem total schnell wehtun. Und da bin ich auf jeden Fall immer dazwischen gegangen und wir hatten eine super Lehrerin. Wir hatten eine wahnsinnig gute Lehrerin, die hat sich nicht so sehr dann, wenn es ein Problem auf dem Hof gab und danach ist Unterrichtsstunde, dann hat sie gesagt, Schüler, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und dann ist sie mit den 2 Problemleuten nach draußen gegangen und hat denen was beigebracht. Und das habe ich heute wiederentdeckt für mich, das ist die Ich-Botschaft. Und ja, das ist nicht, du hast das gemacht und das war so, du hast es, sondern es ist, ey, ich habe mich so gefühlt. So und so, also es hat mich wirklich verletzt, als du das gesagt hast. Und so versteht man den anderen viel besser und das ist mir jetzt neulich wieder aufgegangen und hilft total gut. Das ist so gut, dass du das sagst, weil ich damit mich eben auch viel beschäftige und ich auch finde, genau das ist es, was Schulen auch brauchen. Ja. Dass man eben auch mehr Lehrer hat, die auf Augenhöhe erstmal mit den Schülern in Kontakt kommen und eben einen sicheren Raum bieten, dass man eben auch in Austausch kommt. Und zu dem Thema auch noch, ich glaube, es ist immer wichtig, sich Hilfe zu suchen und in Austausch zu gehen. Gerade wenn man irgendwie in einer Situation ist und gemobbt wird oder wenn man merkt, irgendwie jemand anderes wird gerade ausgegrenzt oder schlecht behandelt, dass man eben diese Menschen an die Hand nimmt und die unterstützt, soweit es geht. Und da ganz wichtig, immer genau hinschauen und helfen. Ja. Ich möchte Ihnen einen neuen Mitschüler vorstellen. Wollen Sie uns vielleicht ein bisschen über sich erzählen, Tristan? Ja. Kennst du das Gefühl? Als ob du alles durch eine dicke Scheibe siehst. Manchmal musst du genau diese Scheibe einfach einschlagen. Leute, ich finde, wir sollten uns einig werden, was wir wollen. Auf die Freiheit. Auf die Freiheit. Je mehr Leute wir sind, desto mehr können wir erreichen. Und aus der Welle wird irgendwann ein riesiger Tsunami. In der Serie löst ihr einen Hype aus, also eure Gruppe. Welchen Hype im echten Leben fandet ihr richtig gut und welchen richtig scheiße? Fridays for Future zum Beispiel. Ah, okay, ich überlege. Also das finde ich super wichtig und super gut, weil gerade zeigt das auch, und das sind auch viele Parallelen zu der Serie, wie wichtig das ist, dass wir Jugend ernst nehmen und hören. Und die Serie zeigt auch ganz gut, was passieren kann, wenn man das eben nicht tut und in welche Richtung das dann gehen kann. Und ich finde das ganz wichtig, weil irgendwie auch wir als Jugend eine Verantwortung haben. Wie wollen wir unsere Welt hinterlassen? So. Und ich auch selber das empfinde, so, dass es ist großartig. Wir können von älteren Generationen können wir lernen. Wir können aber auch von den Fehlern früherer Generationen lernen und vielleicht auch zeigen, okay, nur weil man jahrelang über Generationen hinweg etwas getan hat, wie jetzt zum Beispiel Massentierhaltung und Fleischkonsum, heißt das nicht, dass das gut ist. Und vielleicht sollten wir Dinge mehr hinterfragen und auch zusammenschauen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, zu schauen, wie können wir diese jungen Leute unterstützen und was können wir tun, um gemeinsam etwas die Welt zu verbessern.
Ja. Ich finde auch an so einem Hype, ist was total stark ist, ist, dass es so nach vorne geht. Und dass so viel Energie jetzt da ist, die genutzt werden kann, die man vielleicht noch ein bisschen mehr nutzen könnte, von einer Masse an Menschen, die alle zusammenhalten und sich austauschen. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Für wen hältst du dich eigentlich? Verbündeten gehören ja dazu, viel zu verlieren. Ich habe vor gar nichts mehr Angst. Ich erkenne mich selbst nicht mehr wieder, Tristan. Ich bin nur Gerechtigkeit. Gleich zu Beginn der Serie, also in der ersten Episode, werden ein paar Fragen gestellt. Wie weit würdest du gehen und was würdest du riskieren für deine Ideale, deine Freunde, die Liebe und alles, woran du glaubst? Wie ist das bei euch? Ich hab immer gemerkt, dass man, also in meinem Umfeld, dass es schwer ist, anderen zu sagen, wie sie was zu tun haben. Also das ist richtig und das ist falsch. Ich habe gemerkt, wenn du dir selber der beste Mensch bist, der du irgendwie sein kannst und gutes Vorbild versuchst zu sein, dann hast du irgendwie alles richtig gemacht. Und wenn du das mit deinen moralischen Vorsätzen, die du dir selber irgendwie angeeignet hast über dein Leben, wenn du das unterstützen kannst, ich finde, dann kannst du ein gutes Vorbild sein. Ja. Und ich auch für mich, also ich, wenn ich ein Ziel habe, dann gehe ich dem auch hinterher. Ähnlich wie Lea bin ich da sehr konsequent, aber bei mir ist immer wichtig, dass es eben gewaltfrei passiert, dass ich niemanden damit schade und immer unter der Bedingung, dass man mit Liebe handelt. Das ist mir ganz wichtig und miteinander schafft und sich gegenseitig unterstützt.